Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für Souveränität und Gelassenheit. Dein Podcast für deinen Erfolg und Genuss, weil dein Leben leicht sein darf. Mein Name ist Nadja Lang und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast für deine wöchentliche Inspiration zu mehr Souveränität und Gelassenheit und Leichtigkeit, dass du so richtig für dich losgehst und alles von innen raus leben willst, mit Leichtigkeit, weil die Souveränität, Gelassenheit, Leichtigkeit, die sind längst in dir vorhanden. Die sind in dir drin, die müssen nur freigelegt werden. Da liegen alte Geschichten, Erfahrungen, Glaubenssätze, Muster, Programmierungen wie Lehmschichten davor. Und Woche für Woche tragen wir einfach diese blockierenden Lehmschichten ab und legen deinen wunderschönen, inneren, funkelnden Kern frei. Für dein erfolgreiches und genussvolles Leben, so wie du dir es erträumst. Und wenn du gerade zufällig bei dem Podcast gelandet bist, dann lade ich dich ganz herzlich ein auf nadialang.com, das ist meine Internetseite, dich für den wöchentlichen Newsletter anzumelden. Der geht jeden Freitag raus und damit bist du automatisch pünktlich zu jeder neuen Podcast-Folge informiert. Und kriegst außerdem Woche für Woche Tipps, Tricks, Ideen, um näher an deinen funkelnden Kern aus Souveränität und Gelassenheit zu kommen. Weil genau dafür bin ich als Coach angetreten. Dafür habe ich meinen Job mal gekündigt. Du musst dich mit gar nichts abfinden. Stress, Burnout, trockener Mund, was auch immer. Dein Leben darf leicht sein und dieses, wie ich das immer nenne, innerliche Aufräumen, das ist immer möglich, Schicht für Schicht. Es ist einfach wie bei einer Zwiebel. Wöchentlich machen wir Schicht um Schicht ab und du kriegst Tipps und Tricks. Alles das, was ich mit meinen Kunden auch mache im Coaching, damit es dir besser und besser und besser geht und du souveräner und gelassener wirst, dein Leben so richtig leicht wird. Und ich freue mich unendlich, dich auf dieser wundervollen Reise zu deinen Stärken und dir selber begleiten zu dürfen. Und heute lösen wir wieder eine neue Schicht ab. Und zwar geht es um das souveräne und gelassene Präsentieren. Es ist so unendlich schade, wenn dein wertvolles Know-how nicht ganz klar zur Geltung kommt. Viel zu oft höre ich selber auch noch Reden und Vorträge, wo das Funkeln und Glitzern und das unendliche Know-how einfach verborgen bleibt in einem unklaren Auftritt, in unendlichem durch die Haare fahren, vielleicht sogar zittern, tiefen Augenringen von Schlaflosigkeit und was ich sonst noch alles so sehe, erlebe und bei den Kunden eben mitkriege. Und genau darum geht es jetzt los. Du darfst nämlich strahlen hinterm Rednerpult, hinterm Mikrofon, in der Konferenz und auf der Bühne und so richtig gut sein. Und dazu gebe ich dir wie so die wesentlichen Punkte. Ursprünglich hatte ich 5 geplant und wie ich das dann erarbeitet habe, bin ich doch bei ein bisschen mehr gelandet. Aber ich versuche mich kurz zu halten. Also, Stift und Papier raus, los geht's. Der erste Punkt ist, du bist gut, genau so wie du bist. Genau so bist du wunderbar und kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit auf die Bühne, dem Anruf folgen, der Einladung folgen und dich hinters Mikrofon stellen, die Quartalszahlen präsentieren, was auch immer du zu präsentieren hast oder weshalb auch immer du auf die Bühne gehst. Du bist gut, so wie du bist. Eigentlich ist das schon das Ende von der Podcast-Folge. Viel zu oft erlebe ich diese endlosen Zweifel, diese unendlichen Überlegungen. Und die möchte ich dir gerade mal alle aus dem System löschen. Du bist gut, so wie du bist. Du kannst dir die Erlaubnis geben, einfach so zu sein, wie du bist. Genau so bist du richtig gut. Und der zweite Punkt ist, vertrau deinem Wissen. Du kannst tatsächlich jede spontane Anfrage annehmen, weil du das Wissen sowieso hast, sowieso weißt.
Und du kannst jederzeit dich hinter dem Mikrofon, hinter das Rednerpult oder auf die Bühne setzen. Du hast das Wissen. Ich habe gerade neulich mit einer Kundin gearbeitet, die dann für eine Anfrage noch 4 Wochen Vorbereitungszeit immer nimmt, damit sie es wirklich gut ausarbeiten kann, wirklich alles weiß. Und wie ich gesagt habe, du weißt aber doch sowieso alles. Du kannst mir ja aus dem Stegreif alles erzählen. Du bist Meisterin deines Fachs. Das, was du weißt, ist wundervoll und ist ausreichend. Da war ganz, ganz große Stille dann erstmal in der Leitung. Weil das Coaching war online, oder? Sie war nicht bei mir im Büro. Bis dann kam eigentlich schon. Also es ist immer dieser Satz, ich bin nicht gut genug, dieses Muster, das wir aus Schulzeiten haben, wo du wundervolle Aufsätze geschrieben hast und dann ist mit dicker, fetter, roter Farbe korrigiert worden. Da kommen diese Muster her, dass es nicht reicht, was wir wissen, dass wir nicht gut genug sind. Du bist gut genug und du hast alles Wissen in dir. Und du kannst, um aktuelle Daten und Fakten dazuzufügen, reichen dir 10 Minuten, um das schnell noch zusammenzusuchen. Aber die Basis vom Wissen ist alles da. Und vielleicht hilft dir da, kurz dir zu überlegen, was wollen die Zuhörer wirklich von dir? Welche konkreten Informationen sind das? Und es ist dann einfach inhaltlich, fachlich, vielleicht tatsächlich ganz konkret Aktuelles, vielleicht tatsächlich neues Wissen. Und dann ist es immer der große Kontext, der große Zusammenhang, um was es wirklich geht. Und dieses Wissen hast du alles. Du kannst bei jedem Anruf sofort zusagen. Ich war neulich auf einer Sitzung, wo es darum ging, dass Personen vom Fernsehen und vom Radio, Zeitung, oft sehr, sehr viele Leute durchtelefonieren müssen, bis jemand spontan sich traut, in die Fernsehsendung zu kommen oder spontan sich traut, Informationen zu geben. Du kannst das. Trau dich in den Medien präsent zu sein, trau dich, die Informationen zu geben. Es ist alles da. Und du kannst es ja auch in den großen Zusammenhang bringen, jederzeit. Jede Kundin, die ich gefragt habe, konnte mir aus dem Stegreif sofort sagen, worum es geht in ihrem Bereich, in dem Forschungsbereich oder mit den Quartalszahlen, Jahreszahlen, konnte sofort eine Präsentation aus dem Ärmel schütteln. Und da komme ich gleich zum dritten Punkt, weil am überzeugendsten bist du, wenn du du bist. Du musst keine Bilder erfüllen und du musst nicht gefallen. Wir streichen gleich mal dieses ewige Pleasen, nennt man das, oder? Dieses, ich muss ja gefallen. Nein, musst du nicht. Du darfst präsentieren. Du darfst dich präsentieren. Du darfst deinen Fachbereich präsentieren. Du darfst die Hörer in deine Welt holen. Du musst niemandem nacheifern. Du musst kein zweiter Mann sein, kein, was weiß ich, sein noch härter, tougher, was auch immer. Du bist gut, so wie du bist. Und du bist am überzeugendsten, wenn du du bist. Du darfst lachen, wie du lachen willst. Du darfst auf die Bühne gehen, wie du eben auf die Bühne gehst. Du darfst dich hinsetzen, wie du am bequemsten sitzt. Du bist genau richtig, so wie du bist. Und inhaltlich magst du vielleicht einfach noch anschauliche Beispiele zum Beispiel reinnehmen, weil diese trockenen 80er-Jahren-Präsentationen, die interessieren wirklich niemanden mehr. Wir leben in neuen Zeiten. Es darf anschaulich sein, es dürfen Vergleiche zum letzten Jahr sein auf einer Überschriftenebene. Das Gehirn lebt von bildlicher Sprache. Das ist wie, wenn ich dir sage, du hast einen goldenen Kern, alle Souveränität, Gelassenheit, Leichtigkeit ist in dir, da liegen nur Lehmschichten davor. Da hast du, zack, sofort Bilder im Kopf. Dein innerer goldener Kern ist da. Und davor liegen Glaubenssätze, Muster, Programmierungen wie Lehmschichten und die können weg. Super, oder? Du kannst jederzeit jede Anfrage zusagen, weil du es eh aus dem Ärmel schütteln kannst. Und daran schließe ich gleich den fünften Punkt an und das ist einfach mal die Freude. Freu dich auf die Gelegenheit, dich präsentieren zu können, zu dürfen, eingeladen zu sein, gesehen zu werden.
Du bist nämlich freiwillig in dem Job, den du da gerade machst, und du darfst zeigen, dass du dein Metier beherrschst. Es ist cool, dass du angefragt bist. Es ist cool, dass es Teil von deinem Beruf ist, auf die Bühne, hinters Mikrofon, hinters Rednerpult, auf Kongresse zu gehen und dich und das Fachgebiet präsentieren zu können. Also vielleicht magst du dich trennen von diesen alten Glaubenssätzen, Mustern, wie sowas passieren muss und auch, dass du irgendwas erfüllen musst. Du darfst einfach voller Freude auf die Bühne gehen und die Zuhörer in deine Welt holen. Das ist nämlich das, was gute Vorträge ausmacht, dass man in die Welt einfach reingeholt wird. Möglichst anschaulich, möglichst einladend und möglichst mit Freude. Und diese Freude trägt dich durch die ganze Veranstaltung, durch die ganze Rede. Mir hat neulich eine Kundin gesagt, Nadja, es war dann wirklich einfach. Ich habe mich an die Freude erinnert und dass ich das Thema ja mal freiwillig gewählt habe, auch das Studium freiwillig gewählt habe, den Job freiwillig mache und jetzt die Anfrage habe und mein Themengebiet präsentieren darf. Da war das wie ein Game Changer. Und deshalb mag ich dich hier einfach mal an die Freude erinnern. Freu dich, auf die Bühne zu gehen. Freu dich über die Anfrage und denk nicht nach, sondern mach einfach, sag zu. Und jetzt kommt ein Tipp Nummer 6. Zieh bequeme Schuhe an. Vielleicht kennst du das Buch von der Elina Garanka. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Garanka. Das ist die bekannte, berühmte Mezzosopranistin. Die hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Wirklich wichtig sind die Schuhe, heißt es. Und das ist so. Das geht mir auch so, dass Schuhe lenken ab. Wenn die drücken, wackeln, unbequem sind, zieh richtig bequeme Schuhe an. Das ist die Erdung. Das ist das, wie du mit dem Boden, mit der Erde verbunden bist. Das ist das, was Kraft spendet. Das ist das, was ich selber so oft sehe, wenn dann insbesondere eine Frau auf der Bühne steht und dann sind es zittrige Füße, unsicherer Schritt, dünner Absatz, wo es nicht wirklich bequem ist. Da leiden die Zuhörer mit. Wir sehen das als Zuhörer. Und deshalb erlaubt dir, bequeme Schuhe anzuziehen, bequeme Kleidung, den Lieblingsnagellack, die Lieblingsohrringe, die Lieblingsfrisur, den Lieblingsstift in die Hand. All das ist Lebensfreude. All das ist, wie du dein Leben gestaltest. Und all das darfst du machen, wenn du auf die Bühne gehst. Das muss alles nichts Unbequemes, Wackeliges, weil man das so macht. Streich den Satz. Wir sind nicht mehr in den 80er, 90er Jahren. Wir sind im Jahr 2020. Und da ist alles erlaubt, da ist alles möglich und alles erlaubt, was dir gefällt und gut tut. Das ist das, was auch diese innere Sprache dann zum Ausdruck bringt, dass man sieht, ob das ein geliebtes Jackett, eine geliebte Bluse ist oder nicht. Also erlaub dir bequeme Schuhe, bequeme Kleidung und deine Lieblingssachen, weil das ist alles Ausdruck von Professionalität und auch von Souveränität, weil man sich das erlaubt. Denk an einen Steve Jobs, wo es am Anfang mal Gerede war, weil der immer den schwarzen Rollkragenpulli anhatte. Ein Mark Zuckerberg, der immer das gleiche T-Shirt hat, weil er das einfach 30 Mal im Kleiderschrank hat, weil er in der Früh nicht überlegen will. Das war dann Teil der Persönlichkeit, das ist Teil von dem Überzeugenden, was die präsentieren, wenn die auf die Bühne gehen. Also du darfst du sein. Und jetzt kommt noch ein Tipp, den ich selber auch erlebt habe, wo ich selber lang nicht drauf gekommen bin. Und das ist, trink vorher keinen Kaffee. Kaffee wirkt entwässernd, das heißt, es macht einen trockenen Mund, das heißt, die Zunge bappt am Gaumen an. Vorher keinen Kaffee. Easy peasy, trink Wasser, trink irgendwie einen Kräutertee oder sowas, dass du keinen Durst hast, oder? Damit es richtig ein flüssiges Auftreten ist und ein flüssiges Sprechen. Und deshalb mein Tipp einfach von mir an dich direkt, keinen Kaffee. Und dann versteht sich von selber, schau ins Auditorium, schau die Leute an. Du redest von Mensch zu Mensch. Es ist nicht mehr wie früher, dass da irgendwie ein cooler Typ irgendwie
dargestellt sein muss. Du redest von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Du holst die anderen in deine Welt, du gibst ihnen was von deinem Know-how. Das heißt, schau ihnen in die Augen. Sprech sie direkt an. Du darfst sagen, sie haben gelacht. Warum? Oder einfach aufnehmen, wenn einer was reinruft. Das ist Souveränität und Gelassenheit. Einfach zu gucken, wie geht es dem Publikum? Du darfst sagen, sie wirken so ruhig. Habe ich sie erschlagen mit dem Know-how? Jetzt bringe ich ihnen noch eine witzige Anekdote oder sie kennen die Geschichte, das. Und dazu hilft einfach mit beiden Beinen oder Füßen wirklich gut auf dem Boden stehen, nicht das Hin- und Hergezappel, eine lebendige Gestik, nicht dieses starre Festhalten am Rednerpult oder Mikrofon oder Stift oder was es da sonst noch gibt, sondern deine Hände und Arme dürfen sich bewegen, die dürfen mitreden, so richtig italienisch. Das ist lebendig, das ist authentisch, das ist dein Auftreten. Das darf so sein. Und das verbunden mit dem neuen Glaubenssatz, ich bin gut genug, ich weiß alles, was in diesem Vortrag erforderlich ist. Genau damit wirst du überzeugend. Und da blubbert automatisch deine innere Souveränität und Gelassenheit hoch. So, und jetzt hoffe ich, dass dir die Podcast-Folge Klarheit und Mut geschenkt hat, wie du auf elegante, souveräne und respektvolle, natürlich auch deutliche Art einfach auftreten kannst, du selber auf der Bühne sein darfst und dass das gar nicht so schwer ist, weil du einfach du sein darfst. Da fließt dann die Leichtigkeit. Und genau das ist auch der Muskel, den wir trainieren dürfen, einfach du zu sein. Und je öfter du dich das traust, umso leichter wird's. Du darfst auch herzhaft dann lachen auf der Bühne, wenn irgendwas ist. Und der Nebeneffekt ist, dass du auf einmal wie immer mehr deine eigene Corporate Identity bist, dein eigenes Auftreten hast. Und genau das wollen die Leute sehen. Wir leben in neuen Zeiten. Es ist nicht mehr die coole Rampensau, die wir auf der Bühne oder hinter Mikrofon sehen wollen. Wir wollen Menschen sehen. Und du darfst dich da zeigen. Weg mit den alten Geschichten. Du darfst deinen eigenen Weg gehen, dein eigenes Ich zeigen. Elegant und natürlich souverän und gelassen. Genau. Los geht's. Halte mich auf dem Laufenden, ob es dir gelingt. Ob der Tipp mit dem Kaffee vielleicht das Durchschlagende war oder die Erlaubnis, bequeme Schuhe anzuziehen, dass du darfst du sein, du bist gut genug und trau dich für deinen eigenen Weg zu gehen, zu deinem Erfolg und Genuss. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ich dich begleiten durfte, ein Stück des Wegs. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine tolle Woche mit viel Erfolg und Genuss. Denk dran, das Leben ist schön und darf leicht sein, immer. Und wenn du das sonst noch begleitet haben willst, weil es noch tiefere Lebensschichten hat, dann melde dich einfach bei mir über die Internetseite nadialang.com. Da findest du easy peasy's Kontaktformular und kannst mir schreiben. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir richtig schöne, überzeugende, souveräne, gelassene Auftritte. Herzliche Grüße und eine warme Umarmung. Deine Nadia.